Es ist so schrecklich. Meine Familie geht immer schlechter. Ich hätte Woche haben wir nicht mehr genug Geld, um uns den billigen Haferschleim aus dem Nachbarsdorf zu kaufen. Wir können nicht mal aus dem Wasser dort trinken. Wir können nicht mal Wasserkuchen machen. Wasserkuchen, den hat mir Mutti immer gemacht. Deswegen haben wir etwas ganz Schreckliches getan. Wir mussten ein Bein unseres Sohnes essen. Was? Der Arme liegt uns so sehr am Herzen, aber was sollten wir denn machen? Ohne seine Hilfe wären wir schon lange tot. Der Haferbusche macht das sogar freiwillig. Letztes Jahr, als uns noch schlechter ging, hat er auch schon ein Bein angeboten und im Winter wieder. Euer Sohn hat also drei Beine. Ja, mit einer sehr seltenen Missbildung. Es war ein Fehler, euch überhaupt zu glauben. Er hat es angeboten, aber nicht unbedingt weitergegeben. Es ist anders gemeint, als ich es gerade sage. In fremde Häuser gehen? Wie langweilig. Man müsste ja noch eine Map erstellen. Okay, da bist du. Es ist aus. Mein Leben, meines, es hat keinen Sinn mehr. Komm mir irgendwie bekannt vor. Gib mir Geld oder ich bringe mich um. Wer es glaubt, wird selig. Das meine ich ernst, seht, ich halte mir schon die Klinge ans Handgelenk. Ihr überschätzt mein Mitleid. Könntet ihr wirklich damit leben, dass ihr Schuld am Tod eines armen Mannes wird? Da reißen ein paar Dukaten schon aus, um mein Leben um einige Tage zu verlängern. Rufen Sie noch jetzt an unter der 0160 333 222. Ich weiß nicht, ob es diese Nummer wirklich gibt. Ich habe mir gerade ausgedacht. Aber wenn ihr nicht mal so viel für mich übrig habt, muss ich mich wohl besonders qualvoll töten. hört mir mal zu. Wenn ihr nicht aufhört, mich zu nerven, dann werde ich euch beim qualvollen Sterben helfen. Ihr seid irgendwie ziemlich gewalttätig. Das habt ihr gut erkannt. Sie ist eben keine Standardheldin. Und dafür schätze ich sie doch sehr. Ich meine, sie hat einen alten Mann in einem Rollstuhl hochgehoben und ihm gedroht, ihn aus dem Fenster zu werfen, wenn er ihr nicht die Antwort auf ihre Frage gibt. Ja, daran erinnere ich mich noch. Das war, glaube ich, im ersten oder zweiten Video. Oder vierten oder fünften. Man weiß es nicht. Diese Frau ist gefährlich. Ich bin gefährlich. Ich wüsste nicht, wer sonst gefährlich wäre. Ich bin Caitlin. Entfernte Häuser, blablabla. Also geht's in gar kein Haus. Ihr stößt der Schmied alle Fremden Hass und ihnen nichts verkauft. Profit! Super, dass die Wirtschaft angekurbelt wird. Was ist mit denen hier unten? Der Händler ist anscheinend vorgestern gestorben. Wahrscheinlich an diesem köstlichen Wasserkuchen. Also scheiden sämtliche Gebäude aus. Oh, wer ist das? Gib mir Geld! Wie nett ihr mich doch bittet. Das ist keine Bitte, ich sehe sowieso nicht so aus, als könnte ihr mit Geld umgehen. Vermutlich gebt ihr es für allen möglichen Unsinn aus. Schuhe, BHs, Goldreifen, Ohrringe, vielleicht Schönheitstinkturen, um eure Hässlichkeit zu verschleiern. Warum sagen immer alle, sie ist hässlich, sie ist schön? Für jemanden, der mich um Geld anbettelt, spuckt ihr ganz schön dreiste Töne. Ich bettle euch nicht an, ich will euch nur diese große Bücher abnehmen. Eure winzig kleiner Verstand muss bestimmt jeden Tag schreckliche Qualen erleiden, weil er nicht in der Lage ist zu entscheiden, für was das Geld diesmal verschwendet werden soll. Langsam reicht es, alter Sack. Es ist sowieso eine große Verschwendung, euch Geld in die Hände zu drücken, weil jeder dahergelaufene Penner es euch aus der Tasche ziehen wird. Ich kann mir vorstellen, dass jeder einigermaßen ansehnliche Mann nicht bei euch eine goldene Nase verdienen könnte. Denn ohne eine Bezahlung würde ja niemand... Sagt, habt ihr zufälligerweise einen Verwandten in Carol? Woher wisst ihr das? Der lebt mein Bruder. Ich weiß nicht mehr, was in Carol war. Schaut einfach noch mal in die letzten... paar zighundert Videos. Auf jeden Fall, das war lustig. Das fand ich sehr lustig. Ich habe immer das Bedürfnis, nach jedem Dialog zu speichern. Das Dorf heißt Landfair. Mit dem haben wir noch nicht gesprochen. Ich möchte mit allen reden. Ich muss mich sofort mit einem Stück Schokolade aufheitern. Und jetzt sofort eine allergische Reaktion auslösen. Und qualvoll sterben. Und das lade ich dann so hoch, genau. Dann hört ihr, wie ich qualvoll sterbe, genau. Denn die Reihenfolge macht ja absolut Sinn. Nein, nun müsst ihr es doch eingesehen haben. Das Leben ist nicht nur schlecht. Mir ist es endlich gelungen, eine wahre Heldentat zu begehen, die von den anderen anerkannt wurde und...
Nun stehe ich kurz davor, vom König offiziell zur Heldin ernannt zu werden. Was sicherlich etwas schwieriger ist, als sie es sich vorstellt. Ich meine, sie hat nun Empfehlungsschreiben. Ich könnte nicht glücklicher sein. Ihr macht euch über mich lustig. Das gefällt mir überhaupt nicht, aber ich bin von dieser undankbaren Welt ja nichts anderes gewohnt. Außerdem seid ihr ganz schön egoistisch. Ich habe nichts davon, wenn ihr eine Heldin werdet. Er ist klug. Ich lasse mir von euch nicht die Laune verderben. Ihr seid in der letzten Zeit sowieso ganz schön aufmüpfig. Sterbt! Wieso versucht ihr euch nicht wieder wie sonst in irgendeiner dunklen Ecke umzubringen? Ich habe einen Weg gefunden, wie ich ganz sicher aus dem Leben scheiden kann. Solange werde ich diese Welt und eure Vorhaltung noch ertragen. Wahrscheinlich andere Leute provozieren und Gefahren rennen, was weiß ich. Aber ja, irgendwie ist mir auch aufgefallen, dass Nö, keine Ahnung, wie ausgesprochen wird, irgendwie anders ist. Nicht mehr ganz so pessimistisch, immer noch pessimistisch, aber irgendwie mehr risikobehaftet. Naja, so lange kennen wir ihn jetzt auch nicht. Nee, mit Elgin spreche ich später. Ihr wisst, dass ich ihn so sehr liebe. Das Beste zum Schluss, nicht wahr? Sequenz! Ist etwas nicht in Ordnung? Ich liebe dich! Es ist nur, wenn du aufhörst, durch das Reich zu reisen, dann weiß ich nicht, was ich machen soll. Es ist wirklich gefährlich, mit dir durch das Land zu ziehen und nicht so einfach wie das Leben im Dorf. Aber es macht mir trotzdem irgendwie Spaß und ich lerne viel über unser Reich. Keine Angst, egal wie ich mich entscheide, ich behalte dich immer an meiner Seite, weil wir heiraten werden. Vielen Dank! Sag mal, es ist schon lange her, seit wir das letzte Mal gebadet haben. Was hältst du davon, wenn wir zusammen baden? Ich will gleich einen Orgasmus, das ist etwas unangenehm, ich bade lieber alleine. Und was hat Mr. Großmaul dazu zu sagen? Ich muss gestehen, ich habe eure Unterhaltung belauscht. Eine kleine Klage sei erlaubt. Es ist doch unhöflich, mich bei eurem Badevergnügen außen vorzulassen. Dich hat niemand gerufen. Verschwinde. Das Mieseste zum Schluss. Über den alle am wenigsten reden und reden wollen zum Schluss. Außerdem verstehe ich nicht, warum du dich so auf Meere versteifst. Bei mir hast du doch sowas nie versucht. Nun, nimm es mir nicht übel, mir sind die Rosen lieber als die Lilien. Doch will ich euch nicht weiter behelligen, ihr gibt es doch in Landfair genug andere Damen. Reiche Damen, die sich gerne zu mir ins Bad gesellen würden. Aber nur, um sauber zu werden. Na ja, dann los! Sucht ihr so eine verseuchte, vergammelte, mit Milben und Läusen infizierten Braut? Ich meine, hier sind schon einige gestorben. Die werden sich nicht mehr wehren können. Schließ die Tür bloß so gut ab, wenn du baden gehst. Oh, jetzt gibt es nur noch ihn. Oder hatten wir nicht noch ein Partymitglied? Ich will noch nicht hier hineingehen. Wahrscheinlich erst in der nächsten Upload-Welle. Ich will nicht mit Alien reden. Ich mag ihn nicht. Er ist ein Großmaul. Ich bin sehr froh, dass Caitlin... Ich muss immer überlegen, wie sie heißt, dass Caitlin das genauso sieht. Okay, es bleibt wohl keine andere Wahl. Ach, ist das hier nicht eine schöne Pflanze? Es sieht aus wie ein violetter Kürbis, aus dem eine besonders großer, aus dem besonders großer Zipfel wächst. Ach kommt, wir haben keine andere Wahl. Zipfel. Eine Frage liegt mir auf dem Herzen. Ist es wirklich dein Wunsch, dich zur Ruhe zu setzen, nachdem du den Titel einer Heldin trägst? Macht dir dieses Leben etwas Spaß? Ziellos durch das Land zu reisen und ständig in Lebensgefahr zu sein? Gewiss kein einfaches Leben, doch will ich mich nicht beklagen, solange meine Mahlzeit gesichert ist. Ja, ich bin ein Schnorrer. Ja, ich bin nicht nur ein Schnorrer, sondern auch ein Insekt, das sich am Leben anderer Leute labt. Wie nannte sich das? Bakterium? Nein, Bacillus? Nein, ich habe es vergessen. Und eines sei dir gesagt, die Alternative lässt mich schaudern. Nur ungern denke ich an die ganzen reichen, aber auch alten und hässlichen Damen zurück, deren Wohlwollen ich notgedrungen in Anspruch nehmen musste. Dann hättest du ja auch gleich einen reichen Helden aussuchen können. Mitnichten, mein Gefühl sagt mir, du bist genau der Richtige und mein Gefühl täuscht mich nur sehr selten. Ich würde sogar sagen, dass Wasser eher nach oben fließt, als dass ich mich mal irre. Denn ich bin ein Gary Stu. Du bist so toll. Ich hasse dich. Naja, ich möchte mich eigentlich auch nicht zur Ruhe setzen.
Daher ist er immer noch der dunkle König, der bezwungen werden muss. Warum gerade der dunkle König? Na, weil er böse ist. Evil because evil. Eine sehr einfältige Sichtweise, muss ich sagen. An sich ist nichts weder gut noch schlimm. Das Denken macht es erst dazu. Hey, das ist tiefgründig! Was macht das in diesem Spiel? Was? Natürlich gibt es das Gute und das Böse. So, und was macht die Ritter des Königs im Gegensatz zu denen aus dem Dunkelreich gut? Sie tragen weiße Rüstungen. Es wird Zeit, zum Gasthof zu gehen. Hooray! Endlich der Gasthof. Aber Aileen hat diesmal recht. Es war sowieso allen klar, aber er hat tatsächlich recht. Dieses Schema wurde in diesem Spiel nie beherzigt. Und man sollte es eigentlich in jedem Spiel, welches man programmiert oder skriptet, beherzigen. Daher, ich bin jetzt besonders überrascht. Aileen setzt sich über die Regeln dieses Spieles hinweg. Tötet ihn auf den Scheiterhaufen! Okay, ich werde in diese Upload-Reihe nicht mehr hineingehen, in den Gasthof. Stattdessen sage ich, das war's erstmal mit der Sonnenschauer. Let's play. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Goodbye!